Der Prof, in der Nähe vom Haus wachsen die Bäumchen schneller. Viel zu schnell. Ja, ich begrüne gerade ein wenig. Es wird schon wieder dunkel, dazu passt die Musik. Bei mir überhaupt nicht. Bei mir läuft gerade. Bei mir läuft gerade Gute Nacht Musik von Zelda. Ich glaube, bei mir läuft gerade copyright-freie Musik. Okay. Ich glaube, bei mir auch. Na, komplett frei ist sie nicht, Die aber. Scheiße hier noch irgendwie reinschaffen. Au. Aber ich glaube, der kräftige Tisch passt besser Für Kisten ist doch scheißegal, welches Holz du nimmst. Die sehen alle gleich aus, oder? hin. Wenn du Kisten Kisten ist schon egal, schaffen welches Holz du nimmst, ja. willst. Okay. So, Fässer, Fässer, Fässer. Wie waren die Fässer? Achso, da muss natürlich erstmal. Diesen hier machen. Nicht zu weit den Berg ab, Prof. Ich baue ab, was ich gerade hingebaut habe, von daher. So fass. Ich kann es nicht fassen. Acht Fässer brauche ich. Vier, fünf, sechs, sieben. 64 Falltüren. Fürs Achte reicht es natürlich nicht mehr, oder? Ja. Slaps. Acht Fässer. Und acht Kisten brauche ich dann noch. Apropos, ich habe gerade meine Kisten umgeräumt. Acht Fässer. Und dann soll ich mal Und Sandstein suchen was war gehen. das Ergebnis? Die Ein Tür ist volles schon da. Inventar war das Ergebnis. Acht Kisten. Jetzt ist alles schön sortiert. Oh, hier ist ein Zombie. Hau ab. Verpiss dich. Sieht sogar ein bisschen nach was aus. Wie ging noch mal ein Lagerfeuer? Oh, ich sollte mal was essen gehen. Au. Lagerfeuer. Ich bin jetzt hier so lange schon an der Kiste, die zu befüllen. Dass ich hier vergessen habe, was zu essen. Ah ja, Kohle und
Stämme brauche ich. Ich hole mir mal ein bisschen Fisch. Krieg ich ja noch eine Fischvergiftung. Acht Kisten brauche ich dann noch. Achso, hier. Reaper, der gerade einen Baum hochgejagt hat. Ups. Kisten. War nicht bei mir, es war irgendwo beim Wald. Der kam aber echt aus dem Nichts. Hier sind die Truhen. Zwei habe ich jetzt. Das ist ja schon mal sehr gut. Brauche ich noch ein bisschen Holz. Ah, das ist der Bienenstock. Okay, das eine Blatt sah ein bisschen wie ein Küper aus. Ich habe mich erschreckt. Wow. Das kann mir nicht passieren. Ich erkenne besser daran, dass sie bei mir runterregnen. Das hat mich gerade ziemlich an einen Küper erinnert. It's raining, man. Es regnet. Na toll, ich habe gerade ein Lagerfeuer gebaut gehabt. Zisch. Auf. Wenn SpongeBob das unter Wasser kann, dann kannst du das doch erst recht. Kannst du das ja, doch bei Regen. Ich soll nicht mit einem halben Herzen und ohne Essen reinlaufen. Ja, nörgel, nörgel, nörgel. Wenn SpongeBob ein unter Wasser was machen kann, ein Lagerfeuer anzünden kannst, das kannst du beim Regen auch. Okay, ich glaube, meine Playlist ist wieder angehalten worden. Wie ist der Zombie hier reingekommen? Mit der Post. Oh, zwei Kisten brauche ich noch. Juhu, verrottendes Fleisch. Ich wollte eh gleich Pause machen. Dann lass die Playlist jetzt erstmal aus. Dann lauschen wir dem Regen. Dem entspannenden Geräusch des Regens. So und so. Spitzen ein paar Kisten. 7 und 8. Sehr schön. Und ich gehe raus und ich werde von einer haarigen Spinne angegriffen.
werde eine nackte Spinne. Das ist ja sehr gut. Ohne Haare. Ehrlich gesagt, ja. Morde wurde von der Spinne. Was wurde ja gemacht? Okay. Haben wir dann alles, was Holz ist, abgearbeitet? Oder? Ich hab Fäden. Ne, Brett brauchen wir danach, ein Bett brauchen wir danach noch. Da oben noch ein vier. Ein Brett oder ein Bett? Das ist ein Unterschied. Ein Bett. Ich glaube, ich brauche noch vier. Vier Fässer. Vier Fässer brauche ich dann noch oben. Wenn mich jemand braucht, ich gehe angeln. Wenn du zufällig einen Nametag angelst, dann. Pass auf, jetzt gleich beim ersten Versuch. ich angel dort stundenlang und du beim ersten Versuch. Oh, ich kann sogar von hier oben von meinem Berg aus angeln. Cool. Das glaube ich. So, ich brauche noch ein bisschen Eichenholz. Hier sind keine Eschen mehr. Muss ich neue pflanzen. Was? Keine Eichen mehr? Fichten. Also Fichten, ich dachte schon. Also wenn es dann irgendwas nicht mangelt, dann sind es Fichten. Eichen. Hast du jetzt selbst durcheinander gebracht. Jetzt bringe ich mich selbst durcheinander. Ja. Ja, kann ich von hier oben aus angeln. Bin ich entspannt. Ich brauche nur noch zwei Fässer, dann mache ich erstmal Pause. Au. Sind immer ein Stick zu hoch, die Fichten. Bah, ich sehe, wie es auf mich herabregnet. Mordef hat den Fortschritt Anglerglück. Was habe ich gerade geangelt? Ich habe Kott geangelt. Okay. Kott geangelt. Kottbrüder. Genau. Angelt der einfach Kott. Was kann ich denn dafür, dass die ganzen Touristen ins Meer kacken? Aber Nametag hast du noch nicht. Bist du an der Côte d'Azur? Am Nametag hast du noch nicht geangelt, oder? Nee, ich hab gerade den ersten Fisch überhaupt geangelt. Ich bin immer noch überrascht, dass die Angel wirklich so eine hohe Reichweite hat. An der Côte d'Azur. So. Und so. Und so. So, Treppenstufen habe ich wieder. Perfekt. Haben wir hoffentlich gleich alles, was aus Holz ist, abgearbeitet. Ich kann das Fichtenholz nicht mehr sehen. Das kann zur Seite. Dann brauche ich das hier. In der Theorie könnte das funktionieren. Ja, tut es sogar. Kaum zu glauben. Waren das vier Fässer, die gebraucht wurden? Ja, vier Fässer. Ach, verdammt. So geht das doch. Okay, 16 Stufen habe ich da schon. Da unten. 36. Verdammt. Prof, verrät's mir mal, was das. Ich brauche mal wieder deine Hilfe. Sieht fast aus wie Dirt. Unten in der letzten Reihe von rechts das dritte und vierte. Von rechts das dritte und vierte. Brauner Teppich und braune Wolle, wenn ich mich nicht irre. Aha, okay. Aber das Bild ist zu schlecht aufgelöst. Der braune Teppich bin ich mir sicher, aber bei der braunen Wolle nicht ganz. Okay, nehme ich mal braune Wolle. Wie Holz sieht's nicht aus. Stimmt, braune Wolle könnte interessant werden, wenn du nicht spontan ein braunes Schaf zur Hand hast. Ja, dann müssen wir. Färben kann ich das nicht, oder? Ne? Für braune Wolle im Dschungel. Okay.
Oder gab es noch irgendeine andere Möglichkeit für den braunen Farbstoff? Ich habe 72, ich habe 52 feste Wolle. Ich habe zwischendurch mal deine Schaf geschert. Oh ja, wächst ja nach. Also was theoretisch möglich wäre, wäre ein Händler. Der könnte das verkaufen. Brauner Farbstoff. Okay, während ihr das mal nachguckt, mache ich mal kurz Pause. Ich guck hier nichts nach, ich angel. oder ich guck das während der Pause nach. Ja, Holz habe ich jetzt, glaube ich, alles getan. Jetzt brauche ich noch irgendwas, was trichterförmiges und einen Amboss brauche ich auch noch. Und zwei rote Betten. Ja, Bilder, vier Bilder, das kriegen wir auch noch hin. Das ganze Magiertisch und so Zeugs, das lassen wir aus. Nope, Kakaobohnen. Kakaobohnen braucht man zum braun färben. Yep, und ja, und die kriegt man nur im Dschungel. Okay, und wo ist ein Dschungel? Na, komm, machen wir es da uns da. Die ganze Sucherei macht jetzt im Stream nicht allzu viel Spaß. Locate Bio. Jungle. So. Er sucht und der nächste Dschungel ist 5000 Blöcke weit weg. Das geht noch. Trotzdem ist das schon ein Stück. Weißt du, in welche Richtung? Ich habe die exakten Koordinaten. Dann kannst du mich ja hinschicken und wieder zurückholen dann. Also theoretisch, ja, ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen... Ich finde, das ist schon fast cheaten. Venture muss man auch hingehen. Ach. Die will ja hier nur... Minus 2064. Ich baue mir... Minus Modi, ich baue mir hier gerade ein Hobbit-Hole aus einer Anleitung. Also ich weiß nicht, ob... Ja, wie ja, gesagt, ihr schon. Könnt ja cheaten, ich nicht. Wenn ich einen Dschungel haben will, dann gehe ich dahin. Passt schon. Ich war auch derjenige, der ein Dorf gefunden hat, oder? Gut, ich mach auf. Der 2000 Blöcke ist gelaufen ist für einen Block, den es 50 Blöcke nebenan gibt. Ja, gut. Okay, Leute, ich mach erstmal eine Pause, ihr macht dann weiter. Viel Spaß euch noch. Bis gleich. Willkommen zurück zum Steam. Hey. Modi ist gerade losmarschiert und besorgt mir braunen Farbstoff und Aufbau dort. Ich bin schon so ein, zwei Minuten unterwegs. Was zum Henker? Was passiert denn hier? mich haben gerade irgendwelche Fledermäuse angegriffen oder so. Oh, Phantome, wir sollten schlafen gehen. Ja, ganz schnell. Hast du ein Bett dabei, Morty? Nein. 6,5 Stunden später. Ich hab hier einen blöden Zombie. Sagst das, als wäre das was Besonderes, dass der blöd ist. Ja. Man muss sie ja nicht immer aus Prinzip schon mal beleidigen. Das ist ich awesome. Habe auf jeden Fall ein schwarzes Schaf hier. Das hilft mir nicht weiter. Oh, ich habe wie viel braune Wolle brauchtest du? Bei mir steht, lass mal kurz gucken, 16 Block braune Wolle und 12 Teppich. Also einen Block braune Wolle hätte ich. 16 braune Hast du Wolle. Das Schaf erledigt. Jo. Ja, sehr schön. Und hier ist ein Wolf, der gerade Schafe reißt. Dann erledige den Wolf, bevor dich... Ich habe tatsächlich zwei Knochen dabei. Dann versuchen wir mal unser Glück, würde ich sagen. Ich habe genug Wolle, also ein Prof hat noch Schafe. Also wenn du Farbstoff kriegst, dann... Jo, ich habe einen Hund! Hurra. Bist du immerhin nicht mehr ganz so ungeschützt auf deiner Reise. Ja, nee, und ich habe sehr viel Wolle. Ich könnte ein Bett machen. Ja, Wolle habe ich genügend. Ich brauche nur die Kakaobohnen zum Färben. Jawohl. So, sehr schön. Und ich habe sogar einen blauen Farbstoff, das heißt, ich kann sogar meinen Hund einfärben. Cool. Blauer Hund. Klar. Blues Clues. Okay, ich brauche vier Bilder und zwei rote Betten. Das hat sich echt schon mal gelohnt, die Reise. Ich hole mir mal zwei rote Betten. Die kann ich aus der Wolle machen, ich bin oder? Bei minus... Nee, die Wolle hebe ich mir, glaube ich, erstmal auf. 50 und minus 600 etwa. Ich hoffe, ich mache mal deine Schafe leer. Ja, minus 2064 und minus 4200 sind die Koordinaten. Ich hoffe, ich mache deine Schafe nackig. Viel Spaß. Okay, in die Richtung und die Richtung. So muss ich schräg. Schaf
Apfelscheren. Dann kommt am Ende raus, dass wir doch einen Dschungel neben der Tür hatten. Ja. Ja, das war das, was mir Locate Biome gesagt hat. Also würd's mich wundern. Hat dein Gatter irgendwo eine Tür, oder? Ja. Schnipp, schnapp. Und voll ab. Musste ich halt beeilen, damit die Schafe, die nicht hinterherlaufen. Warum sind bei mir manche Schweine golden? Ich mach deine Schafe nackig. Oh ja, was ein geiler Striptease. Ich glaube, das reicht für zwei Betten. Meinst du, dass 30 Wolle für zwei Betten reichen? Kürbisse. Wie war das mit ganz selten? Die sind seltener als Diamanten, nur sind Diamanten nicht sonderlich selten, wie es aussieht. Ja. Oh, ich habe hier auf jeden Fall dicke Bäume schon mal. Aber dafür, dass sie seltener als Diamanten sind, findest du das ziemlich oft. Was für welche sind es denn? Oh, so, und jetzt raus ich hier. Ich habe Schwarzeiche gefunden. Nochmal. Nein, 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 nein. Ein Schaf ist entbüxt. Ein Schaf. Oh, so hoff, du musst dein Schaf wieder an. Hey, du hast es freigelassen. Tschüss, Glas. Wieder rein mit dir. Oh, es will wieder rein. Es geht schon mal rein. Ich bin bei minus 700 und minus 1000 jetzt gerade. Okay, ich habe 49. Ich habe 49 Wolle. Das wird, glaube ich, reichen für zwei Betten, oder? Was meint ihr? Ganz knapp. Aber auch unfassbar knapp. Musst du schon gut stricken? Nein! Ja. Bringen Bienen irgendwas, wenn man die tötet, oder? Nein. Nur ein schlechtes Gewissen, oder? Ja. Wenn man Bienen tötet, bringt das nur ein schlechtes Gewissen. Genau. Ja. Und auch wenn du dich von ihnen angreifen lässt. Die sterben danach. Okay. Oh, das war gerade scheiß knapp. War einfach vor mir so ein richtiges schwarzes Loch und unten Lava. Ich spring fast rein. So. Alter. Warum machst du auch sowas? Weil ich gerade auf dem Weg lag. Ich hab's nicht gesehen. Mensch. So zwei Betten. Die Jugend heutzutage. Und roter Farbstoff war da einfach daneben liegen, oder? Ja. Okay, ich bin schon mal... Oder auch nicht. Ich bin schon mal wieder in einem freundlicheren Biom. Hier ist nämlich ein Berg. Wir gehen noch mal das rote Bett. So wie das weiße Bett, bloß rot. Oder nein? Ja, irgendwie nee, nicht. Kein Bienen. Achso, ich muss jetzt mal Farbstoff... Ah, okay. Ja. Farbstoff muss die Wolle färben. Ich brauche erstmal roten Farbstoff. Verstehe. Minus 1100 und minus 900. Rotes Bett. Rotes Bett. Oh ja. Also es wird. Ich nähere mich dem Dschungel langsam. So, jetzt brauche ich noch... Sind das Bilderrahmen oder sind das Gemälde? Das ist ein Itemrahmen oder? Warte, ich gucke kurz. Neben den drei Betten, neben den zwei Betten. Das sind Bilderrahmen. Also Gemälde. Das sind Bilderrahmen sind die Gemälde. Ich so, sind das Bilderrahmen oder Gemälde? Das sind Bilderrahmen, also Gemälde. Der Bilderrahmen und Gemälde ist dasselbe. Das andere heißt einfach nur Rahmen, soweit ich es im Kopf habe. Bei mir heißt es Gemälde. Auf Deutsch heißt es Gemälde. Ich habe keine Ahnung, wie es im Schweizerdeutschen heißt. Okay, ich habe auf jeden Fall Koordinaten, die ich mir mal eben aufschreiben werde. Mach das. Was hast du denn gefunden? Sehr viele Lava-Wasserfälle aus Bergen. Das sieht sau cool aus. Das gefällt mir. Minus 880. Oh, das war dumm. Minus 1200. 60. Okay, woran scheitert es jetzt? Achso, ich brauche noch
Und noch mehr Sticks. Oh, hier sind auch, hier sind auch viele Lamas. Viel Gemälde. Was esse ich denn jetzt erstmal? So ein Zauberkrams. Zauberkrams, das man dann mal muss. Fleisch ist ausreichend. Kann man Lamas hier überhaupt essen? Ich weiß es nicht. Dann brauche ich jetzt noch einen Amboss und drei Blumentöpfe, wie es ausschaut. Was sind das Blumentöpfe? So, ein Balkon hätte ich schon mal. Ich habe mir einfach mal 7 Steaks reingehauen. Ich fürchte mal, Eisen braucht man für Amboss, oder? Hier ist ein riesiger schwebender Fels. Ja, für einen Amboss braucht man Eisen. Und zwar recht viel Eisen. Ich habe noch ein bisschen was. Ein Stück Eisen hätte ich. Bei mir in der Kiste. Ich habe auch noch ein bisschen was bei mir im Haus. Mal schauen. Wie kriegst du es ja zusammen? Ich habe da die Blumenkästen. Ich habe 10. Da die Blumenkästen und auf der anderen Seite habe ich 10 Eisenbahnen habe ich noch. Oh, das ist ein Blumenkasten. Zu viel, den mache ich weg, wenn ich den Balkon montiere. Vielleicht reicht es. Ich werde bei uns auf jeden Fall richtig fette Lava-Wasserfälle oben vom Berg runter machen. Oh, das war knapp. Also gut, wie war das? Was heißt ein Amboss auf Englisch? Anvil. Das müsste ja unter Amboss findbar sein, bei mir ist es ja auf Deutsch eingestellt. Minus 1000, minus 1500. Okay, nicht, kann ich noch nicht craften. Wie ist denn das Rezept dafür? Also 3 Eisenblöcke oben und ansonsten dann untere Reihe voll mit Eisenbarren und ein Eisenbarren noch in die Mitte. Okay. 9, 18, 27, 28, 29, 30, 31 Eisenbarren brauchst du. Okay, 31 Eisenbarren brauche ich. Okay, ich habe 10. Ich habe 10. Du solltest in die Mine. Ich bin schon wieder in dem Sumpf gelandet. I am a dwarf and I'm digging a hole. Diggy diggy hole. Diggy diggy hole. So, jetzt braucht das Ganze hier außen nur noch Blumen. Sonst bin ich auf der Seite fertig. Oh, da fehlt das Glas. Wollen wir hier rein? Ich verstau mal mein Zeug hier. Könnte auch mal ein paar Geländer hier setzen. Dass wenn ich unten in der Mine sterbe, dass dann nicht alles verliere. 1700. Also ein Viertel des Weges ist schon geschafft. Hurra. Hast du schon braunen Farbstoff gefunden, oder? Hast du schon braunen Farbstoff gefunden? Nein, ich bin immer noch auf dem Weg ins Biom. Ah, okay. Ich dachte, du hättest schon Schaf gefunden. Ja, ich habe ein braunes Schaf gefunden, das zufällig hier irgendwo gespawnt ist. Und jetzt brauche ich definitiv ein Boot, weil ich komme sonst nicht übers Meer. Upsala. Kannst du ja craften aus Holz. Ja, das brauche ich jetzt erstmal. Dicky hole. Ich gehe mal wieder unten zu meiner Lava-Mine hier. Crafting Bank und da gibt's hier irgendwo Iron. Ein Block Baum. Ein Granit habe ich hier. Stoß ja auf Granit. Oh nein. Granit, Digga. Granit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Lava. Und das ist jetzt warum ein Problem? Was ist ein Problem? Lava. Ist warum ein Problem? Hast du keine Eimer dabei? Nö, aber. Ich kann schnell einen Stein gegenbauen. Und ich hab ein Boot. Ich hab keinen Fackeln mit. Du hast einen Knall. Oh, tschüss. Gummiboot. So, jetzt muss ich in die richtige Richtung fahren. Die richtige Richtung? Das ist doch langweilig. Okay, hier lang. Einfach straight hier lang. Einfach irgendwas auf die B-Taste legen. Mensch, das war ja ein großes Meer, was ich überqueren musste. Hoff hat gerade Rat gesagt. Ja, ich fahr einmal außen rum.
lohnt sich sonst nicht. Oh nein,